Genau, wir sind heute mit dem Via Business Club auf der IFA und ich freue mich hier am Stand bei Toshiba, Jörg Schmidt, Leiter Innovation, an meiner Seite zu haben, die ein ganz tolles neues Produkt vor anderthalb Monaten auf den Markt bekommen haben, also top aktuell. Und genau, es ist ein Smart Glass. Und ja, was kann das Smart Glass und wofür ist es einsetzbar? Es ist ein Reality Smart Glass, wie man sehen kann, alle Sensoren in der Brille drin verbaut, gibt dann unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Die Kerneinheit ist aber dieses Gerät, was ich mir an den Gürtel dran mache, ist ein vollperformanter Windows 10 Professional Client, damit im Unterschied zu anderen Brillen am Markt als ein ganz normaler Client für den Administrator im Netzwerk zu integrieren. Es ist einfach ein weiteres Gerät, was ich dazu bringe, mit allen Gruppenrichtlinien, Security-Einstellungen. Ansonsten beides zusammen ist eine Assisted Reality-Lösung. Ich kann unterschiedlichste Applikationen dann auf Standard-Windows-Basis laufen lassen für Service-Management, für Logistik, fürs Manufacturing, ganz normal an der Produktionsstraße oder im Trainingsbereich. Unterschiedlichste Use-Cases, der Commercial-Kunde. Wird es lieben, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Wir haben es schon ausprobiert vorhin. Würdet ihr das auch für Aus- und Weiterbildungszwecke anbieten wollen? Da ist es mit Sicherheit nutzbar. Die Use Cases habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die gibt es ja. Da haben wir auch im Rahmen des VR Business Club, durfte auch ich schon einige sehen, die extrem interessant sind. Momentan sehr stark gesetzt auf die große Virtual Reality und. Aber gerade solche Assisted Reality Smart Glasses sind dann eben auch sehr leicht einsetzbar an der Produktionsstraße selber oder wenn die Person, die gerade was lernen soll, einfach im Training und im Job damit arbeiten soll und den nächsten Prozess immer sauber angezeigt bekommt, damit immer weiß, was er gerade machen muss. Genau, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Was genau bekomme ich angezeigt? Also ich weiß es schon, aber gerne nochmal mit deinen Worten. Das Tolle ist ja, dass das hier eine Schutzbrille ist, aber nimmst du es mal auseinander, weil ich fand es auch ganz spannend, man kann das natürlich auch einfacher als ohne Brillengestell, genau. Als Device ohne Brillengestell aufsetzen. Hast du das hier nochmal? Einmal komplett. Es gibt unterschiedlichste Befestigungsmöglichkeiten. Es gibt einmal die Brille, die ich für wenig Nutzung direkt auch über eine Brille für Brillenträger interessant drüber setzen kann, sehr klein und leicht. An die ich das genauso anbringen kann. Der Konnektor ist immer der gleiche, den ich hier nutze. Die nicht ganz so schöne, aber dafür bombenfest sitzende Variante für alle die extrem in Bewegung sind und trotzdem Hände frei arbeiten müssen. Das Kopfband, was es dazu gibt, aber es gibt genauso auch einen Clip für einen Bauhelm, unterschiedlichste Varianten, die ich also, anbringen kann. Genau, smart, mit Schutzbrille und nochmal mit Kopfband, die ganze Palette, wobei ich das Smarte wirklich richtig cool fand, weil letztendlich, gerade für Damen, gibt es ja auch manchmal an der Produktionsstraße einen Service. Soll es gehen, natürlich. Ja, soll es und gehen. Immer mehr. Genau, vor allen Dingen die sich ein bisschen Fachwissen holen müssen, genau. Die setzen dann die Brille auf und können das auch mit so einer Frisur, wie ich sie habe, ganz elegant machen. Und jetzt führe mich mal durchs Menü. Dann haben wir gleich nochmal für unsere Zuschauer parat, was wir alles machen können. Die Applikation, die jetzt gerade läuft, ist eine Remote Assistance Applikation. Das heißt, in dem Fall gibt es viele unterschiedliche Varianten. Techniker ist draußen im Einsatz, stellt fest, er kann die Maschine oder das Gerät nicht so reparieren, braucht noch Unterstützung aus der Firma, ruft einen Second Level über die Kamera dazu. Das kann in dem Fall mit der installierten Software per Skype funktionieren. Kann aber auch alternativ über die Brille sich Dokumentationen aufrufen, Bilder, die ihm zugeschickt worden sind, kann sich Videos angucken, hands-on, die ihm erklären, wie er durch den Prozess jetzt durchgehen muss oder dann eben mit anderen Applikationen wirklich Step-by-Step durch einen Maintenance-Prozess durchgeführt werden, dass ihm angezeigt wird, du musst jetzt Schraube X öffnen, musst danach an Schalter Y ran und so weiter und so fort. Alles, was der Kunde bei sich benötigt, was er einstellen kann, die Applikationen haben dann die Möglichkeit, hier drin in einem grafischen Prozesseditor einzustellen, welcher Prozess soll es der bei mir sein, welchen stelle ich da ein. Das Ganze machen wir dann mit der Firma Ubimax zusammen, die eine sehr schöne Frontline-Software dafür hat, für alle unterschiedlichen Bereiche, aber eben auch das, was du hier gerade gesehen hast, die Remote Assistance als sehr einfache Variante für Service-Management.
am Ende kommt es auf die Software an, dass die kundenbezogen richtig spezifisch funktioniert. Ja. Und dann im Stile, im Auto drinne, vergleiche ich es immer wieder am liebsten mit einem Head-Up-Display, mir in dem Moment genau die richtige verkürzte Information gibt, die ich grafisch erkennen kann, womit ich schnell anfangen kann, die Information rausziehen kann und dann zum nächsten Arbeitsschritt übergehe. Wahnsinn. Also für mich absolut überzeugend. Eine Frage habe ich noch, die, glaube ich, auch viele interessiert. Wie ist der Preis? Der ist nicht so sehr von der Hardware abhängig. Das wird natürlich mehr das Thema der Prozesse im Hintergrund sein. Was muss ich alles programmieren? Was muss ich auch den Kunden an Schnittstellen anpassen? Sage ich gleich dazu, wird der größte Teil sein. Aber ansonsten in der Grundausstattung drin, das Gerät mit dem Koffer dazu, mit der Brille dazu, wo sie es dann schön tragen können. Irgendwo bei einem Stück bei 1.800, 1.900 €. Und okay. Dann weiter. Der Rest ist Verhandlungssache und Projektthema. Da kommt genau. Noch viel mehr den dazu, Rest als macht nur ihr über den VR Business Club. Genau. Da kriegen wir ein schönes Paket hin. Genau. Ja, hat mich gefreut. Danke. Super, super spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg, ganz viel Betrieb ja. Hier auf der IFA. Genau. Und wir sehen uns hoffentlich bald beim VR Business Club. Das machen wir. Danke. Bis dann.